euch heute die Top 5 Übungen für Flügel und Außenspieler, Leute. Ihr habt es euch gewünscht, ihr wolltet sehen, ja, wie man am besten sich da außen zeigen kann. Ja, wir haben für euch heute das Video rausgebracht, wo wir euch die Übungen zeigen. Auf jeden Fall könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ja, welche Position wir als nächstes abchecken sollen. Also lasst gerne ein Like da, dann weiß ich Bescheid, dass ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ich würde sagen, schauen wir direkt in die ersten Übungen hinein. Ja, heute fangen wir im ersten Video an mit der Position Außenspieler, Flügelspieler, das heißt rechts Mittelfeld. Rechtsflügel ist so, ja, eher rechts im Mittelfeld, wo man ja über die Außen kommt. Spieler wie Leroy Sané, aber auch Neymar kommen gerne über Außen und ja, bringen den Ball dann rein und erzielen ja halt so eine Vorlage. Ja, für alle, die nicht wissen, wie das Ganze aussieht, ich habe euch noch ein paar Situationen rausgebracht von Leroy Sané, von Neymar. Wir schauen mal direkt hinein. So, also unser erstes Beispiel ist Neymar. Hier hat der Außen den Ball. Ja, geht ins 1 gegen 1. Zack, erster Spieler vorbei. Geil gemacht, bisschen Glück dabei. Aber Leute, ihr könnt sehen, mit Tempo an dem vorbei. Und dann kommt der Querpass, Leute, ganz wichtig, der Querpass, der dann mal gespielt wird. Und dann, ja, zum Tor führt, Leute. Ihr könnt sehen, heute unser Thema über die Außen. Und dann natürlich den Querpass oder, ja, selbst den Abschluss suchen, um halt so, ja, das Tor zu kriegen. Und ja, damit ihr auch solche Aktionen habt im Spiel, haben wir euch, wie gesagt, die Übungen rausgebracht. Ja, wo ihr einfach euch den Ball nehmen könnt, trainieren gehen könnt und einfach, ja, euch verbessern könnt, um so halt im Spiel solche Aktionen drauf zu haben, solche Aktionen zu bringen, um aufzufallen, um eventuell, ja, auf die Scouting-Liste zu kommen. Man weiß nie, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, kommen wir direkt zur ersten Übung, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da und ich würde sagen, let's go. Ja, Leute, ihr könnt auf jeden Fall hier eingeblendet sehen, das ist unsere, ja, erste Übung. Die erste Übung könnt ihr gerne allein auf den Platz gehen, ihr braucht einfach ein Hütchen und vielleicht, ja, ihr müsst nicht mal ein Tor haben, nichts. Ganz einfach, Leute, ihr geht auf die Position, wo ihr spielt, eventuell rechts außen, links außen. Und ja, baut euch erstmal, wie ihr sehen könnt, ein paar Hütchen auf, das heißt Slalom, beim Spiel, ja, läuft man eben auf die Außenbahn. Das bringt euch Sicherheit auf jeden Fall da, schnell durchs Parcours zu kommen, zack, 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 Richtungswechsel, zack, immer schnell auf den Beinen bleiben. Runtergehen zur Grundlinie, ganz wichtig. Und dann ein, ja, Querpass auf dem ersten, zweiten Posten oder, ja, auf den Rückraum spielen. Die müssen halt immer besetzt sein. Da könnt ihr euch beispielsweise, wie ihr sehen könnt, ein kleines Tor hinstellen oder ein Hütchentor, wo der Ball dann wirklich durch muss. Mit dieser Übung könnt ihr auf jeden Fall, ja, vieles verbessern, euer Tempo, eure Genauigkeit mit dem Ball über außen. Und natürlich, ja, der letzte Pass, der echt wichtig ist, Leute. Das ist die erste Übung. Ihr braucht keinen Freund, einfach nur einen Ball. Hütchen, wenn auch nicht Flaschen, Leute. Auf jeden Fall, das ist die erste Übung. Und ich würde sagen, kommen wir zur zweiten Übung. Ja, Leute, bei der ersten Übung hatten wir auf jeden Fall die Hütchen am Start. Und jetzt braucht ihr auch wieder Hütchen oder eine Flasche oder einen Gegenstand, Leute. Und ja, benutzt es sozusagen als euren Gegenspieler. Kommt mit Tempo auf ihn zu. Ganz wichtig, Leute, mit Tempo auf den Gegenspieler zulaufen. Eine Finte machen nach außen oder nach innen. Hängt halt immer davon ab, wie die Gegner stehen. Zack, nach außen, mit Tempo vorbei zur Grundlinie und wieder den Querpass spielen in den 16er auf dem ersten Posten, zweiten Posten oder Rückraum. Könnt ihr euch selbst außen immer wieder variieren. Aber eine ganz wichtige Situation. Hier könnt ihr sehen, auf dem Gegenspieler zulaufen, wie im Spiel auch. Bisschen vom, ja, vom Gegner die Finte ansetzen. Nicht zu spät, Leute, das muss der Gegenspieler seinen Fuß raus, dann heißt der Ball futsch. Aber ganz, Leute, bisschen, ja, den Abstand kennenlernen mit dieser Übung. Könnt ihr ein bisschen, ja, den Abstand kennenlernen, wie schon gesagt. Damit habt ihr den Ablauf und den Rhythmus besser im Kopf, wann ihr die Finte ansetzen müsst. Wie weit ihr da außen müsst, zack, ein Hütchen vorbei, wieder mit Tempo zum Rückraum und den Pass, ja, in den Strafraum suchen. Also das sind die ersten zwei Übungen. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zur dritten Übung. Ja, die dritte Übung wäre auf jeden Fall top, wenn ihr da Freunde mit am Start hättet. Also ich glaube, ihr müsstet da schon ein paar Freunde haben, oder? Auf jeden Fall, ja, ihr könnt sehen, wir brauchen jetzt nicht drei Freunde wie auf dem Bild. Ein Freund reicht, aber ihr steht auf jeden Fall auf eure Position. Ihr kriegt den Ball entweder vom Innenverteidiger, Sechser oder, ja, kann auch ein Achter sein, Zehner. Er spielt euch an, ihr nehmt den Ball mit, erster Kontakt, ganz wichtig. Ja, lauft zu und ihr seht, das sind drei Zonen. Erste Zone ist halt, wie gesagt, Querpass, zweite Zone ist schon Halbflanke und dritte Zone ist Flanke aus dem Halbraum. Ihr nehmt dann den Ball an, geht Richtung Zone 1 mit Tempo und bringt dann den Ball rein. Ja, Leute, ihr könnt sehen, von der Zone 1 habt ihr drei Optionen, den Ball reinzubringen. Auf den ersten Posten, auf den zweiten Posten oder auf den Rückraum, Leute. Ganz wichtig dabei, wenn ihr den Ball spielt, scharf und flach, auch wenn vielleicht ein Gegner den Ball berührt, geht er dann eben gegebenenfalls rein, Leute. Also, ihr wisst Bescheid. Wenn die Zone ankommt, bringt ihr den Ball, ja, entweder halb hoch oder scharf hinter die Kette. Auf den zweiten Posten, Rückraum macht da nicht so viel Sinn von der Position, aber auf den zweiten Posten bringen. Gegebenenfalls geht er auch von selbst rein, genauso wie von der Position 3. Hier solltet ihr am besten den Ball echt lang auf den zweiten Posten bringen, denn da lauern die meisten Stürmer von euch. Müsst ihr abchecken, wieso die Gegner stehen, wenn sie relativ hoch stehen, zack, hinter die Kette bringen, wie der Fall so dargestellt ist, Leute. Aber ganz wichtig, ihr seht schon, diese Zonen sind ebenfalls wichtig und auch, ja,
der Zielpass echt einer der wichtigsten Pässe im Spiel. Wenn man durch ist, wenn man in den Zonen ist, überhaupt einfach Ruhe und Geduld und dann kriegst du auf jeden Fall hin, Leute. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Übung. Ja, Leute, die nächste Übung ist auch ganz standardmäßig. Ihr ja, kriegt den Ball zugespielt, am besten, wenn ihr einen Kollegen habt, einen Flugball. Im Spiel kommen auch öfter mal Flugbälle, das heißt, ihr kriegt einen hohen Ball. Versucht den Ball möglichst schnell flach zu konstruieren, das heißt entweder mit der Brust mitnehmen oder mit dem Fuß mitnehmen. Wenn ihr wollt, kann ich mal ein Tutorial am Ball raushauen. Und auf jeden Fall nehmt ihr den Ball mit, bleibt im Tempo, Leute, ganz wichtig. Und auf jeden Fall ja, geht ihr dann zu Richtung 16er Kante, nehmt euch das in der Orientierung, nicht immer gerade laufen, sondern Richtung ein bisschen schräg anlaufen zur 16er Kante und dann kommt der Pass wieder in den Rückraum. Rückraum ganz wichtig, Leute, ist selten besetzt im Spiel. Rückraum heißt ungefähr ja 16er Linie. Wenn ihr mal wollt, dass wir näher am Platz zeigen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wie schon gesagt. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zur letzten Übung. Ja, Leute, für die letzte Übung braucht ihr jedenfalls keine Freunde. Also wer keine Freunde hat, muss sich nicht schämen. Ihr geht einfach selbst auf den Platz, nehmt euch einen Ball mit, ganz wichtig, einen Ball. Und man muss ja nicht über die Außen kommen. Wenn ihr seht, außen, ja, ist alles zugestellt. Zack, eine Finte nach innen und dann sucht ihr selbst den Abschluss, Leute. Und ihr geht auf den Gegenspieler zu, wartet nicht lange, macht die Finte, zack, vielleicht eine Körpertäuschung an ihm vorbei. Und ja, dann sucht ihr auf jeden Fall selbst den Abschluss. Entweder mit links, mit rechts, scheißegal, Hauptsache der Ball ist drin, dann fragt keiner nach, wie du das Tor gemacht hast. Und ja, das waren auf jeden Fall meine Top 5 Übungen. Man muss sich alles da klar machen, Leute. Auch die Dinge, die helfen euch nur im Spiel. Das heißt, wenn ihr Dinge übt, habt ihr sozusagen so einen Rhythmus. Es ist nichts Neues für euch im Spiel, wenn ihr das macht. Also, es wird euch also schon bewusst, bevor ihr den Ball spielt, den Kopf ummachen, zack, scharfen Ball spielen. Also, ich kann es nochmal genauer erklären im Video draußen auf dem Platz. Also, wenn ihr so ein Video sehen wollt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video, mit den 5 Übungen, womit ihr ein wirklich Top-Ausspieler werdet. Und ja, nehmt euch den Ball raus, geht auf den Pitch alleine. Und sonst würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, wenn ihr mehr solche Übungen sehen wollt. Und kommentiert jetzt, Leute, jetzt, genau jetzt, welche Position wir als nächstes durchgehen sollen. Naja, ein Like noch. Warte, like mal. Denn bei 2000 Likes, Leute, bei 2000 Likes, ja, hauen wir eine neue Folge raus. Top-Übungen für zum Beispiel einen Innenverteidiger. Also lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert eure Position. Ich werde dann schauen, was ich als nächstes rausnehme, Leute. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Abo da auf diesem Kanal. Kommen jetzt, ja, mehr Videos. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bleibt dran, bleibt stabil, verbessert euch, Leute. Und ja, geht raus, klappt euch einen Ball. Und haut alle weg, Leute. Ihr wisst Bescheid. Jus, glaube ich, die beste Armee, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, nächste Woche. Und ich würde sagen, peace out, Leute. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.